Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fallout 4. Ich komme mir fast schon vor wie bei Mission Impossible war es, glaube ich. Mission Impossible oder auch Resident Evil, dem Film. Hier mit diesem ganzen Lasersicherheitssystem. Ich muss die Karte finden. Wir haben leider keine ID-Karte. Ja, dann sollten wir vielleicht eine finden. Vielleicht irgendwo. Schätzungsweise bei irgendeinem garstigen Ghoul, wie mir scheint. So, komm. Geschafft. Geht doch. Ja, da hinten kommen bestimmt gleich die Ghule raus. Und du, Kerl, sei bitte nicht... Oh, Jamaica Plain Archivschlüssel. Ich frag mich, seit wann? Ja, mich interessiert das eigentlich gar nicht mal so brennend. Ich möchte hier eigentlich nur dick absahnen. So, hier haben wir noch ein... Jetzt wollte ich schon sagen, lecker Safe, aber... Ich glaube, Safes können nicht lecker sein. Wie schön. So, Patronen, na klar. Dokument auch. Oh. Ja, besser so als hier mit diesen mit Gegner dann und dass es mich hier niederfackelt. So, Geschützturm. Wo? Oh, Protektron. Ich speichere nochmal schnell. Besser ist es, glaube ich, hier. Ja. Ein interessanter Fund. Und noch intakt. Ist der Kerl da drinnen oder was? Schätze Zugangsterm. Was? Ach, der Schätze Zugangsterm. Zone? Nee. Zoom? Nee. Dann ist es mit dem Z. Auch nicht. Komm, ihr sollt mir hier keine Falscheinträge. Genau, machen wir lieber so. Food, nee, Swoons hätten wir auch schon leider. Also. Sicherheitstürsteuerung, genau, Tür öffnen. Jetzt dann kommen mir gleich hier die Protektrans entgegen, oder wie? Sägeversuch festgestellt. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Das Sicherheitspersonal ist in Kürze bei Ihnen. Oh, ihr kleinen Bastarde. Ihr kleinen Bastarde. Gott sei Dank hat die Knarre inzwischen so viel Bums. Jo. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun.
Genau. Ist da wieder mein lieber Dance drinnen? So, ja. Wir essen mal. Was essen wir denn? Redhirsch, nö, Köterkeule. Ja, vielleicht hätte ich hier zuerst die Protektrons ausschalten sollen. Ja. Ich glaube, das war mal schöne Verarsche, oder wie? Die Schätze. Anleitung für Holobänder. Ja, das lesen wir erstmal. Das ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie etwa Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelt es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen. Drücke die Ladentaste, lege das Holoband in den Schacht ein und verschließe ihn. Die Wiedergabe sollte... Komm schon. Och Mann, finde ich es jetzt wieder nicht mehr. Jamaica Plain. Ach, hier gibt es ein Flugblatt auch noch. Ach, jetzt hier die Schätze von Jamaica Plain. Okay. Ja, jetzt finde ich das leider nicht mehr. Oh mein Gott, ich finde es nicht mehr. Naja, Anleitung doch. Oh, hier. Anleitung für Holobänder. Können wir weiterlesen. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Das war jetzt ein Witz. Machen wir erstmal Schatzbestand. I don't see anything. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Schauen wir, ob wir hier das nochmals finden. Schatzbestand. Jetzt geht's. Willkommen bei den Schätzen von Jamaica Plain. Wählen Sie bitte einen Eintrag, um eine Liste der in dieser Ausstellung enthaltenen Objekte anzuzeigen. Allgemeine Aufstellung. Anleitung, bla 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 bla. Klondike-Zigarren, amerikanische Flaggen, Veteranenflagge Anchorage, Nachrichten und Literatur, Wissenschaft und Medizin, Forschungs- und Laborausrüstung, Kunst und Leben, Schmuck, Landschaft und was? Alter, das ist totale Verarsche. Oh mein Gott. Von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, verdammt, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass wie wir das Namen Fundament von uns für die allen Welt im Jahr 2077, haben, in der ihr lebt, so wünsche ich ihr euch ein Fundament für kommende Generationen. Hier spricht Bürgermeisterin diese Zukunft Alicia Brown sein für die Stadt Jamaica Plain. Ja, es ist tatsächlich was biometrischer Scanner-Prototyp. Stimpack, noch zwei Stimpacks. Es ist hier mehr oder weniger wie so eine Zeitkapsel gedacht. ein Reporter-Set. Reporter-Bleistift. Oh mein Gott. Das ganze Ding ist... wirklich rausgeschmissenes Geld. Wie der Hausmeister schon gesagt hat, das ist... komplett... irre. Okay, wir haben aber leider keine... Können wir da hinten jetzt durch? Haben die da auch aufgemacht? Nee. Hier ist immer noch ein bösartiger
Laserwachturm. Okay. Ja. Ich hoffe. Habe ich hier gespeichert gehabt oder? Ach, jetzt war ich da noch nicht mal drin. Okay, dann nehmen wir das einfach mit, nehmen das mit. Oh ja, verdammt nochmal, ja. Schauen uns nochmal hier an und denken uns nochmal, dass das alles Mist ist. Oh mein Gott. Ohne Witz. Und diese üblen Geschütztürme. Krankes Mistding. Okay, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger rangehen. Haben wir hier nirgendwo so eine mistige Chipkarte? Jawohl, der Dance dient als Schutz. So, jetzt ist aber noch einer da. Wow. Wo ist der? Der ist hier seitlich. So. Passt doch. Ja, wenn der Hippie hier einfach durchlaufen muss, hier gibt's einen Arsch. Okay. Das war alles nur komplett Verarsche. Oh mein Gott. Okay. Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Da haben wir wieder was dazugelernt. War aber lustig. Da hat die mal einfach, keine Ahnung, das komplette Geld für die Reparatur für das ganze Ratshaus zum Fenster rausgeworfen, um einfach nur ein paar mindere Sehenswürdigkeiten einzukaufen. Ja. Anders kann man das ja gar nicht bezeichnen. Hässliches Jamaica Plain. Okay, damit wären wir auch hier durch in Jamaica Plain. Oder etwa. Oder etwa nicht. Ja, okay, es wird nicht mehr angezeigt. Dann passt es schon. Dann passt es schon. Gut, jetzt werden wir aber wirklich hier mit CIT weitermachen. Habe ich jetzt wirklich Bock drauf. Also das habe ich jetzt gerade wieder gesehen mit dieser kleinen lustigen Geschichte hier. Und ich denke mir, das können wir uns jetzt schon mal gönnen, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Und für so eine Kack-Mini-Ortschaft hier so ein Museum zu bauen, das ist schon wirklich, ja, eigentlich grenzt es an Verachtung.
Okay, wir wären hier zu... Wo gehen wir denn hin? Ah, haben wir noch nicht entdeckt. Dann gehen wir zu... Hangman's Alley. Haben wir da nichts, was näher dran ist? Nee, wir gehen zu Hangman's Alley. Ist sogar eine von unseren Siedlungen. Stimmt, die haben wir letztens erst erobert. Und dann können wir schön rüberlaufen und mal gucken, ob wir einen Runner finden. Mal schauen, ob die wirklich so hart drauf sind, wie es ja geheißen hat. Alter. Die haben hier wieder einfach so die Tür offen. Ach, lass die kämpfen. Demnächst habe ich auch mal vor, hier das Geheimnis um den... Ja, wie heißt das? Swan Lake. Zu ergründen. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ohne schwimmen? Ja, da oben geht's drüber. Ist hier irgendwas Lebensfeindliches? Ne, sieht freundlich aus. Ah, komm schon. Lassen wir sie mal kämpfen. So. Okay, der ist aber da unten auf dem Schiff, oder? Ja. Aber das ist ein ganzes Lager. Gibt's da noch mehr von euch? Hörst du das? Und bam! Das sieht man auch, wie tief hier das Wasser ist. Heftig. Cool. Ich glaube, wir werden verfolgt. Der Shotgun. Alles im grünen Bereich. Ich glaube, wir sind nicht allein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Ne. An mir kommt keiner vorbei. Ja genau, der versteckt sich natürlich, wirklich super natürlich, hinter dem mit der Powerrüstung. So. So, that's it. Genau. Nein, der säuft mit Power Armor ab. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wir könnten ab und zu mal hier was mit der Knarre machen, ruhig. Das säuft der echt. Das säuft der echt mit der Power-Resi ab. Sollen wir da jetzt runtergehen? Gibt's ja sowieso nur Schrott. Oder... Ja, Munition. Der Steuermann des Schiffs scheint sich arg verschätzt zu haben. Was, der Steuermann hat sich verschätzt? Ja. Oh. Bingo. Jawohl. Plus 50% Heilung der Früchte und Gemüse. Wasteland Survival Guide. Farming the Waste is a first issue. Ja, hier die Wastelands zu befarmen, erste Probleme. Aber da haben wir jetzt anscheinend eine Lösung dafür. So, ja, wir sind natürlich schon wieder kurz vor Ende der Folge.
Aber vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen... ein bisschen was raus. Ja, das war leider der falsche Raider. Und von dem mit der Power Armor? Maschinenpistole. Oh, kann ich die vielleicht... Oh, das muss ich demnächst ausprobieren. Vielleicht kann ich die hier auf die... auf die Lahmarsch-Munition umbauen. Was haben wir hier? Panzerbrechen, Zäpfchen optimiert. Splittergranate, Impulsmine. Wo ist mein Trage-Hippie? Hey! Schieß los! Und du, Trage... Wechselst du die Ausrüstung? Jo. So, jetzt haben wir den für dich, den für dich. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Noch ein bisschen Moon. Cool. Jawohl, genau. 4 Shotguns. Ah, Mann. Eigentlich schon schade, dass man die hier nicht abschießen kann auch. Also da ist ja eigentlich ein Geschütz drauf. Und ich glaube, wir machen jetzt mal eine Folge, wo wir die ganzen Drogen mal ausprobieren. Oh, nee, hier nicht in die Suppe reinfallen. Ja. Da hat er wirklich recht. Der hat sich ein bisschen verschätzt hier. So. Die haben sich natürlich hier gleich ein Lager reingebaut. Eigentlich auch geil. So, ich würde jetzt aber noch sehr, sehr gerne... Was haben wir denn hier? Minuteman. Schön, die patrouillieren hier durch die Straßen. Okay, hier machen wir nächstes Mal dann weiter. Ja. Leider, ich würde jetzt auch hier noch am liebsten ein bisschen. Aber wir sind halt schon wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Ciao, macht's gut.